Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar machen wir heute die Only Pistol Challenge. Ich bin zwar nicht so gut, aber mal gucken, wie weit wir kommen. Ich erstmal eine Pistol habe. Ich spiele mal mit normalen Waffen. Ich brauche erstmal eine Pistole. Kann doch nicht sein, dass hier nirgends so eine Pistole ist. Bitte, dass eine Pistole hat auch nichts. Ich brauche eine Pistole, hallo. Da ist sie. Die erste Pistole, die wir haben. Was ist das hier? Oh, super. Biggie, komm mal mit. So, jetzt fangen wir an. Hoffen wir mal, dass wir den Kill hier mitnehmen, ne? Super, den ersten Kill haben wir schon mal. Medaillon wäre jetzt nicht schlecht, ne, aber ich weiß nicht, schaffen wir das mit einer Pistole? Wollen wir da reingehen oder lieber nicht? Versuchen wir es einfach auch schon. Okay, fällt mir rein. Jawohl, haben wir. Noch die Schuhe. Und geschafft. Nehmen wir das auch noch mal mit. Hoffen mal, dass jetzt keiner kommt. Schön reichlich Munition eingepackt. Und eine Pistole. Eine Pistole. Packen wir den einfach weg. Das nehmen wir mit und das nehmen wir. Brauche ich hier gar nicht. Machen wir so. So, let's go, weiter geht's. Das kann jetzt was werden. Ich bin sowas von gespannt. Ein Kill haben wir so gemacht. Ein Kill mit der Pistole. Top, top. Weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll, ja? Ehrlich. Ich brauche Gegner. Schreibt's einfach rein. Bin für alles offen. Wenn es euch gefällt, gefällt es mir auch. Hätten wir einer?
haben wir. Jetzt frage ich, hast du eine Bot-Lobby oder warum spielen die alle nicht so vernünftig? Leute, woran erkennt man eine Bot-Lobby richtig? Bevor man ins Spiel reinkommt. Wisst ihr das vielleicht? Woran erkennt man eine Bot-Lobby? Nee, da möchte ich nicht wieder hin. Woran erkennt man eine Bot-Lobby? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Weil ich stelle mir das immer wieder, diese eine Frage, woran man eine Bot-Lobby erkennt. Aha, da hat sich wohl einer versucht zu verkleiden. Habt ihr das gesehen? Da hat sich wohl einer versucht zu verkleiden. Reckless Railway, auf jeden Fall Medaillon schon mal genommen. Wo noch? Hopp, was runtergefallen? Alle Medaillons wurden genommen. Außer eins. Okay, Schüsse. Sehr schön. So was suchen wir doch, oder? Hätten wir den von hier aus? Ja, einmal geht das. Hauptsache Blue Life weggenommen. Ein bisschen. Ich glaube, das ist voll eine Bot-Lobby. Macht doch gar keinen Spaß, so, ja. Töte ihn nicht, ich will euch töten. Nein. Muss denn? Komm her. Er ist unten. Wer ist mir? Merkt ihr das? Hat er versucht? Was hat er da versucht? Das ist aber eine gute Frage, ne? Der hat es versucht, der Arme, aber leider nicht geschafft. Leute, wenn wir den epischen holen sollten, ne? Dann möchte ich aber wirklich, wirklich, dass jeder von euch ein Like da lässt. Dass jeder von euch ein Like da lässt. Oh, Mann, ey. Denke ich auch mal Bock, dass wir mal Custom Games machen. Lass mich das mal wissen, weil wenn ihr Bock drauf habt, können wir das ja auch mal zusammen machen. Ey, kennt ihr das? Ihr landet immer bei der Stadt, wo ihr gelootet habt am Anfang und endet wieder auch da. Egal wie weit ihr hinläuft. Guck, ich wollte da gar nicht mehr wieder hin. Guck mal, wo ich jetzt wieder bin, bei Levish Lair. Du hast die Bots. Wie süß die doch sind. Auch geschafft. Der mit Medaillons, alle. Der ist gestorben. Der ist einfach gestorben. Alle Medaillons liegen da. Alle Medaillons liegen da. Alle. Ne, der lebt. Der hat Leben genommen. Kommt jetzt. Der kommt, der kommt. Der ist auf dem Weg. Meint ihr, soll ich mich mit dem fighten oder erstmal lieber nicht? Warte, er kommt. Er ist auf dem Weg. Nein, Mann. Der ist tot. Der ist einfach gestorben. Der ist wirklich gestorben mit allen Medaillons. Der war kurz davor. Mann.
Schade, Leute. Wenn euch das Video bis jetzt gefallen hat, dann lasst mal Like und Abo da. Leider haben wir nicht ganz viel geschafft. Aber egal, bis zum nächsten Mal.